Computer Network Phase 4. Es ist der 18. November. Das jetzt vorletzte Video in der ersten, im ersten Anlauf im November, um die Ideen mal auf die Straße zu bringen. Und wie angekündigt geht es hier um einen ja, schnellen, knackigen Pitch. Haltet euch fest, die Folien sind super bunt und total übertrieben. Aber mal gucken, was ihr zum Schluss dazu sagt. Und los geht's. The upcoming floating item network for a better universe. Das war die ganze Zeit der Claim, den ich propagiert habe. Aber was heißt das denn? Stell dir eine Welt vor, in der es sich nicht um Geld dreht. Stell dir einen Kontinent vor, auf dem alle Ressourcen ausgewogen verteilt sind und dort, wo sie gebraucht werden. Stell dir ein Land vor, in dem alle Menschen genug haben und auch mit jedem bereit sind zu teilen. Stell dir eine Stadt vor, in der alle Bürger jederzeit auf das zugreifen können, was sie jetzt gerade benötigen. Stell dir eine oder vielleicht deine Wohnung vor, die sich individuell an deine Bedürfnisse anpasst und nur das beinhaltet oder aufstellt, was du wirklich brauchst. Und stell dir eine Gemeinschaft vor, die weniger auf Status und Besitz setzt, als auf Beitragen, Teilen und eine ausgewogene Gesellschaft. Und stell dir den Gegenstand vor, der zu jedem Zeitpunkt am richtigen Einsatzort bereit liegt und dort eingesetzt wird, wo er wirklich gebraucht wird. Hier kommt das Future Network. Darum geht es, genau um diese Punkte. Und zwar vereint das Future Network all diese Komponenten in einer App, beziehungsweise nein, es ist keine App, es ist direkt eine Webseite, eine Progressive Web App. Du kannst sie nutzen wie jede Webseite. Future Network ist sicher. Wir teilen keine Daten nach außen und du verwaltest auf der linken Seite hier mal dargestellt deine Items, also Dinge, die du bereit bist zu teilen oder die du von anderen teilst, in dein Netzwerk mit anderen Freunden, anderen Partnern, Geschäftspartnern oder einfach Dritten, mit denen du deine Gegenstände teilen möchtest. Und das sicher. Und es geht nicht nur um den eindimensionalen Teilvorgang, sondern auch das Wiederverleihen. Und das ist untermauert in zwei Vorgängen, nämlich in dem Handshake, also wie der Handschlag, einen Gegenstand zu verleihen. Und falls es mal wertvollere Gegenstände sind oder auch die Dimensionen tiefer werden, besiegelt in Sharing Contracts, die in einer Blockchain-Technologie hinterlegt sind, damit wir vollständig dezentral aufgesetzt sind. Das ganze Projekt basiert oder orientiert sich an den Sustainable Development Goals, die 17 UN-Ziele für eine nachhaltige Welt und insbesondere da SDG 12 für einen nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion. Das heißt, eigentlich wollen wir alle unsere Gesellschaft ein bisschen besser machen und dieser Teil oder dieses Projekt zahlt genau auf dieses globale Ziel ein. Es handelt sich um das Floating Item Network und eine Circular Sharing Web App, die jeder kostenlos erstmal benutzen kann. Sie stellt sicher, dass Verleihvorgänge, Wiederverleihvorgänge mit Standardverträgen hinterlegt sind, bis hin zu einer fairen und gerechten Verteilung der Risiken. Und nicht nur mit dem Handschlag, sondern auch besiegelt mit echten Verträgen. Das ist halbwegs, genau das, um was es geht. Wow, bisschen komprimiert an der Stelle, aber alles steckt auf den letzten oder in den letzten 5 Videos, die man sich hier nochmal im Nachgang anschauen kann. Das ist jetzt Phase 4 und wir werden in dem letzten Video noch einen Ausblick geben auf das Partizipieren. Wie kannst du unterstützen, wie kannst du einsteigen, wie kannst du testen, wie kannst du mitentwickeln und wie kannst du die Infrastruktur mit aufbauen. Mein Name ist Adam Siewi
Das Projekt ist das Fjota.network. Demnächst Demos, Tests und eben Partizipationsmöglichkeiten auf der Webseite zu finden. Ich freue mich auf dein Feedback zu diesem und den vorhergehenden Videos und freue mich im nächsten Video, dem letzten vorerst, auf den Ausblick, wie du mitarbeiten kannst, wie du partizipieren kannst und wie wir vielleicht tatsächlich die Welt ein Stückchen besser machen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ciao.